Kurz erklärt, Kirchenvorstandswahl 2021. Das ist Stefanie. Stefanie ist evangelisch und wohnt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Mainz. Heute hat Stefanie Post bekommen von ihrer Kirche, der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Eine Benachrichtigung zur Kirchenvorstandswahl. Kirchenvorstandswahl? Was genau wählt Stefanie denn da? Entscheidungen werden in der evangelischen Kirche von vielen getroffen. Jede Kirchengemeinde wählt ihren eigenen Kirchenvorstand. Alle Mitglieder ab 14 Jahren dürfen mitwählen und der gewählte Kirchenvorstand leitet dann die Gemeinde. 6 Jahre lang. Der Kirchenvorstand entscheidet zum Beispiel darüber, was Stefanies Sohn im Konfi-Unterricht lernt und was die Gemeinde sonst für Jugendliche in seinem Alter macht. Oder was der evangelische Kindergarten von Stefanies Tochter für ein Konzept hat. Und auch die Formen der Gottesdienste legt der Vorstand fest. Vielleicht mit moderner Musik? Das würde Stefanie gut gefallen. Kurz gesagt, der Kirchenvorstand entscheidet alles Wichtige in der Gemeinde, weil Stefanie und die anderen Gemeindeglieder mit ihrer Stimme dahinter stehen. Das geht sogar über die Grenzen der eigenen Kirchengemeinde hinaus. Aus dem Kirchenvorstand sitzen Abgeordnete in der Dekanatssynode. Das ist so eine Art regionales Kirchenparlament. Und von da aus werden Vertreter in die Kirchensynode abgeordnet. Und die trifft Entscheidungen für die ganze evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Stefanie kann mit ihrer Stimme also ganz schön viel bewegen. Und was sie für ihre Wahl wissen muss, steht alles auf ihrer Wahlbenachrichtigung. Zum Beispiel, wo und wie sie wählen kann und natürlich der Wahltag. Sonntag, der 13. Juni. Stefanie ist froh. Sie hat die Wahl und sie geht hin. Alle Informationen zur Kirchenvorstandswahl 2021 auf meinewahl.de.